Naschen. Mr. Harding, Sie haben mehr als einmal den Verdacht geäußert, dass Ihre Frau Beziehungen zu anderen Männern hat. Oh ja, ich habe den Verdacht. Ich verdächtige Sie. Ich verdächtige Sie. Könnten Sie uns vielleicht sagen, aus welchem Grund Sie verdächtigen? Oh, ich kann nur Vermutungen anstellen, nur aus Ihrem Verhalten schließen. Haben Sie je darüber nachgedacht, Mr. Harding, dass Sie vielleicht etwas ungeduldig mit Ihrer Frau sind, weil sie nicht Ihren geistigen Anforderungen entspricht? Vielleicht. Aber sehen Sie, das Einzige, worüber ich wirklich nachdenken kann, Schwester Richard, ist der eigentliche Sinn meines Lebens, ob mit oder ohne meine Frau. Im Hinblick auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Neben- und Zueinanderstehen von Menschen, die Form und der Inhalt, dass ihr Dasein... Hör auf mit dem Quatsch und komm zur Sache. Das ist es, worum es geht. Das ist kein Quatsch, Theber, denn nur darum geht es. Ich spreche nicht nur von meiner Frau, ich spreche von meinem Leben. Ich scheine dir das nicht begreiflich machen zu können. Ich spreche nicht nur von einem Menschen. Ich spreche von den Menschen im Allgemeinen. Ich spreche von Form. Ich spreche von Inhalt. Ich spreche von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich spreche von Gott, dem Teufel, Hölle, Himmel. Wirst du das endlich verstehen? Ja, Harding, du bist sowas von blöd, dass ich's kaum glauben kann. Es gibt mir ein eigentümliches Gefühl, sehr eigentümlich, wenn du einen Senf dazugibst. Eigentümliches Gefühl? Was willst du damit sagen? Eigentümlich. Eigentümliches Gefühl. Ich wollte euch einfach sagen, Jungs. Ihr wollt einfach nichts lernen. Ihr wollt einfach niemandem zuhören. Ihr seid sehr intelligent. Moment mal, habt ihr nie das Wort eigentümlich gehört? Warum müsst ihr darüber lachen? Haltet ihr mich für schwul? Ist es das? Hallo, kleine Marjorie Jane. Süße Kleine. Ist es das? Wollt ihr das damit sagen? Haltet ihr das für die richtige Art, so mit mir umzugehen? Ja, ist es so? Sie haben sich alle gegen Sie verbündet, Mr. Harding. Sie sind alle gegen Sie eingestellt. Ist das was Neues? Nein, Sie wollen sich auch manchmal gegen mich verbünden, aber ich weiß... Chester, tu mir einen Gefallen. Reg dich nicht auf und verteidige mich. Aber ich will doch nur... Ich will Ihnen helfen, Mr. Harding. Ich verstehe. Wollen Sie denn nicht, dass ich... Bitte. Ich will doch nur... Bitte. Aber ich will Ihnen doch nur... Bitte. Seht ihr, vor einiger Zeit... Da habt ihr ein paar Andeutungen gemacht, ihr beide, hinsichtlich sexueller Art. Andeutungen, Anspielungen, hinsichtlich sexueller Probleme, die ich mit meiner Frau haben könnte. Schön, sagen wir, dass es war. Sagen wir, ich weiß, dass es war, aber ihr wisst es nicht. Und wenn ihr jetzt glaubt, ihr könntet mir was anhängen, irrt ihr euch gewaltig. Weißt du, Harding, ich glaube, du bist irgend so ein kaputtes Arschloch oder sowas. Eigentümlich. Gibt dir so ein eigentümliches Gefühl? Solange ich denken kann, redest du von nichts anderem als von deiner Frau. Bla, 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 bla. Verdammt nochmal, ich rede nicht von meiner Frau. Wann kriegst du das endlich in deinen dämlichen Kopf rein? Und wann nimmst du endlich Vernunft an und lässt die Kuh laufen? Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Ich bin müde. Ich will das aufhören. Ich kann das nicht hören. Ich will das. Alles ist mir Unsinn. Alles Unsinn. Ich bin müde. Ich bin müde. Ein Arschloch, ja! Besser. Lauter Unsinn und ich bin müde. Ich bin müde. Das ist lauter Unsinn. Müde. Unsinn.